sagen, diesen Diss, den du gemacht hast. Ja, ich hätte diese Hand auf jeden Fall nicht verwehrt. Ja, 100%, das weiß ich. Das würde der auch nicht. Wenn du zu ihm gegangen wärst und hättest gesagt, ey, freut mich, dich zu sehen. Ja. Der, ich bin jetzt auch nicht dicke mit Kay, ja, ne? Ja. Aber ich weiß, der ist eigentlich ist er ein guter Junge. Ist der ist kein Schlechter. So. Der ist kein Schlechter. Der hat früher, das war einfach, Bruder, das war hart. Das ist, war nicht für jedermanns Sache. Ja, das stimmt. Das war nicht für jedermanns Sache. Graham Branks, Bruder, das war nicht jedermanns Sache. Das stimmt. Muss man einfach sagen, Bruder. Den Jungen, damals haben wir den gehasst. Wo der uns, wir haben gedacht, ey, der Verräter, der hat uns den Rücken gekehrt, bla bla. Mhm. Aber wenn du man sich so das so ein bisschen, du kommst vom Bodensee und du willst irgendwo hin und willst Rapstar werden, als junger Typ, wenn du das jetzt siehst, als Erwachsener siehst du das, dann denkst du dir, ach, was willst du machen? So. Ja, klar, am Endeffekt, ne, sein Weg hat den auch, das, was der geschenkt bekommen hat, wurde ihn dann auch von derselben Hand weggenommen. Ich hab den noch irgendwo im Herzen noch. Voll, voll, also ich weiß. So ist das nicht, deswegen sage ich ja. Ich weiß, wie du bist, Bruder, ich weiß das. Ich weiß, er weiß es selber auch. Der Kay ist kein so ein feindlicher Typ, das ist, was ich sagen will. Der ist überhaupt nicht so ein Typ, der so auf Abfuck ist oder so. Aber, okay, hören wir mal weiter. Ja, komm. Richtige German Dream Talk hier. Abgeschweift, ja. Mit deinen Jungs